Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goat. Ich bin damit zu dem Schimcheck und es geht heute darum, dass wir heute den 18. Tag mit Elif und ihren Kitten haben. Also sie sind jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen größer. Das habt ihr auch im letzten Video gesehen. Gestern kam kein Video. Ich hatte viel zu tun gehabt gestern. Und die haben auch ein bisschen Augenkrankheiten. Der kleine Getigerte, dem mache ich auch Augentropfen. Also der kleinste, der schwächste, aber der ist nicht so richtig stark infiziert wie der andere Getigerte. Also der mit ein bisschen Weiß, der ist schon sehr, sehr stark infiziert. Und wenn ich dann in der Früh die Augen sauber mache, dann sind die zum Nachmittag wieder zugeklebt. Und wenn ich die am Nachmittag dann behandle, dann sind die auch am Abend wieder zugeklebt. Das heißt, seine Augen brauchen jetzt erstmal ein bisschen länger Behandlung. Aber der andere kleine Weiße, der da auch krank war, der ist jetzt einigermaßen ganz gesund, aber die Behandlung von den Augentropfen und von dem Augencreme geht jetzt noch ein, zwei Tage weiter bei ihm, bis das halt komplett dann auch besiegt ist. Aber der andere mit dem kleinen schwarzen Kopf, sein linkes Auge geht auch immer wieder nochmal zu. Und das muss man jetzt auch nochmal behandeln, ne? Ansonsten geht es denen ganz gut. Also außer jetzt, dass die Augen da verklebt sind von den zwei Katern. Oder Katzen, was ich jetzt gerade von den beiden Kindern sagen wir mal so, dass die Augen da jetzt verklebt sind und dass man die behandeln muss. Ansonsten finden die halt, wo auch die Milch ist und was die Mama macht und wo auch die Mama ist. Und die fangen da auch an, von alleine schon die Mama zu finden. Ich habe heute in der Früh auch ein Kurzvideo geteilt gehabt von 3 Minuten, wo der ganz kleine Schwache die Mama gefunden hat und da auch zum Milchtrinken gegangen ist. Also die wissen schon, wie sie zu ihrer Mama kommen und die können auch ihre Mama sehen und auch spüren. Und sobald sie Hunger haben, finden sie auch mittlerweile ihre Mama. Und die gehen auch dann ins Nest wieder rein und machen sich da gemütlich, auch wenn sie da draußen waren, weil die Mama mag nicht mehr ins Nest reingehen. Und sie gibt denen halt die Milch da draußen. Und sobald die dann auch satt sind, krabbeln sie davon alleine wieder rein. Und die kuscheln auch miteinander und sind auch, wie gesagt, ganz süß miteinander. Und das schauen wir uns gleich nochmal alles an. Und ich habe auch schon ganz viele Anschreiben bekommen, ob ich die Kitten weggeben will. Also ich plane gerade nicht, eine der Katzen wegzugeben, ehrlich gesagt, denn ich habe auch bis heute noch nie eine Katze weggegeben und an dem meine Einstellung wird sich jetzt auch bei diesen Katzen hier nicht viel ändern. Denn ich wurde auch angerufen hier vor Ort für Leute, die die Katzen schon gesehen haben, auch über die Videos oder dass sie das mitbekommen haben, dass ich hier diese Scottish Fold Kitten habe, dass die viele haben wollen. Aber ich will sie jetzt auch nicht abgeben, weil wer weiß, zu welchem Zweck man jetzt die Kitten haben will, ob man die zum Weiterzüchten haben will oder ob man die als Kitten haben will und dann, dass wieder etwas passiert, dass sie ausgesetzt werden. Also ich kann die irgendwie nicht weggeben. Es gibt so viele Katzen auf der Straße, die ein Zuhause suchen und die auch immer was zu futtern suchen, also immer Essen suchen oder einfach ein warmes Plätzchen suchen. Und dass die Kitten keiner haben will, verstehe ich auch gar nicht, dass immer die Leute immer die Rassenkatzen haben wollen. Und ich bin ja auch eigentlich gegen eine Zucht oder so. Aber ich finde, dass halt die Katzen, ganzen Straßenkatzen auch ein Zuhause verdient haben und dass man die auch unterstützen sollte und dass man auch versuchen sollte, sie zu vermitteln, die ganzen Straßenkatzen, weil das sind eigentlich die einzigen harmlosen Tiere und die einzigen Katzen, denen es eigentlich letztendlich nicht gut geht, weil sie auf der Straße leben und die auch ein Zuhause haben wollen. Und Katzen, die sich auch immer wieder weiter vermehrt, wenn die auch nicht kastriert werden. Von daher unterstütze ich auch sehr viele Straßenkatzen und nehme auch viele Katzen auf, die heute normalerweise nicht mehr gelebt hätten. Von daher empfehle ich jeden, der gerne eine Katze will, eine Katze von der Straße zu nehmen. Denn wenn man jetzt, wenn jeder eine Katze von der Straße nehmen würde, der eine Katze haben will, dann würden keine Straßenkatzen mehr sein. Denn jeder, der eine Katze haben will, wenn er eine Straßenkatze aufnehmen würde, dann würden sowieso die Katzen. Da würden keine Katzen mehr auf der Straße sein. Da würden die ganzen Katzen auf der Straße aufgehen, sagen wir mal so, ne? Aber nee, solche Katzen will keiner haben von der Straße. Jeder will immer die Rassenkatzen haben. Und das ist halt etwas, gegen was ich bin. Und daher auch ich bin nicht für Zuchten. Ich bin einfach dafür, dass die Katzen auf der Welt, die ganzen Straßenkatzen, auch natürlich unterstützt werden und auch aufgenommen werden, ne? Von daher hab ich gerade nicht die Absicht von Elif oder ihren Kitten irgendeinen wegzugeben und schon gar nicht, weil jeder die haben will, weil das jetzt Rassenkatzen sind. Wenn jemand wirklich eine Katze haben will, dann kann er die nächste Katze, die ich hier aufziehe,
die ich bekommen sollte oder die nächste Katze, die ich treffen sollte, kann ich gerne behandeln lassen beim Tierarzt und dann kann er eine Straßenkatze haben, die kann er sich beim Tierarzt abholen, nachdem die gesund wird. Ne? Weil die haben auch alle ein Zuhause verdient, die haben auch alle ein warmes Plätzchen verdient, die haben auch jeden Tag sauberes und frisches und gesundes Futter verdient, die Katzen. Und dass sie sich nicht dort in den ganzen Mülltonnen oder irgendwie von wo sie verscheucht werden, dass sie dort irgendwo dort versuchen, ihr Futter zu finden und sich durchzukämpfen. Ne? Also daher empfehle ich jedem, der gerne eine Katze haben will, glaub mir, die Rassenkatzen, die schlafen viel, die machen wenig, die machen kaum was. Aber hier mit einer schwarzen Katze, mit einer getigerten Katze hat man auch sehr viel Spaß. Die sind immer aktiv, die sind immer am Spielen, die wollen immer gestreichelt werden, die wollen immer bei einem in der Nähe sein. Das sieht man auch hier bei den anderen Katzen hier, bei Pirat, bei Pelle, bei Leon, bei Erstgeborener, bei meinen ganzen anderen Katzen oder bei der Zicke, die ich hier alles habe, dass die auch sich sehr an einen Menschen hängen, dass sie sich ihren Besitzer selber aussuchen, die ganzen Katzen. Ne? Von daher empfehle ich halt jeden, der eine Katze haben will, geht bitte eine Katze von der Straße aufnehmen, die haben es eher nötig als irgendwelche von irgendwelchen Züchtern für sehr viel Geld Katzen dort aufzukaufen, ne? Oder Katzen zu kaufen. Und geh mal bitte darunter, Leon, nicht, dass du da jetzt irgendwie das darunter schmeißt. Warte, da darfst du dich verletzen. Und ich sehe das auch allein, wenn da jetzt jeder weiß ja, dass ich die Pamuk aufgenommen habe. Die Pamuk ist sehr bekannt, auch in Deutschland. Und wenn ich da sehe, wie viel Katzen, wie viele Menschen täglich kommen, um auch die Pamuk dort im Laden zu besuchen, um die Katze Pamuk auch zu sehen oder zu fotografieren oder versuchen auf dem Arm zu nehmen, auch wenn sie es nicht mag, da muss ich manchmal auch angreifen, bitte lassen Sie die wieder runter, weil die will nicht auf dem Arm genommen werden. Wie viele Leute dort kommen, um Pamuk zu sehen und wie gesagt auch zu fotografieren. Und die ganzen anderen Kitten, die normalerweise heute nicht mehr gelebt hätten, so wie die Petra, du Katja, Fussel oder die Corinna, die sind dort völlig vergessen, die interessieren keinen. Also die einzige, wo der viele Menschen kommen, um die Katze zu sehen, ist halt die Pamuk. Ne? Und wenn ich das da vergleiche, dann macht mich das halt auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass die ganzen Straßenkatzen da übersehen werden, dass sie nicht mehr gestreichelt werden, dass sie nicht mehr gemocht werden. Natürlich nicht alle Menschen jetzt, aber so überwiegend Leute, die da kommen, die kommen gezielt und wollen nur Pamuk sehen. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass alle so sind, nicht falsch verstehen, aber wenn da täglich 50 Personen kommen, dann kommen da die Hälfte für Pamuk. Ne? Und deswegen macht mir das halt auch traurig, dass die Leute immer so viel Rassenkatzen haben wollen, obwohl es so viel Katzen gibt, die wirklich nur Hilfe brauchen, benötigen und auch einfach nur gekrault werden wollen und einfach nur Liebe haben wollen. Ich habe hier gerade ganz viel Katzen um mich herum. Erstgeborener Silvia, den Drachen, Leon. Ich habe hier gerade ganz viele bei mir und das schauen wir uns auch natürlich gleich alles an. Ne? Also wie gesagt, drei der Kitten haben noch ein bisschen Probleme mit den Augen, aber das ist jetzt in Behandlung von mir und das kriege ich auch sicherlich auf den Griff. Das kriege ich sicherlich in den Griff. Also es ist nicht so eine große gefährliche Krankheit jetzt gerade für sie, da für die Kleinkitten. Aber natürlich wären sie auf der Straße geblieben und hätten weiterhin auf der Straße, hätte sie die Elif auf der Straße bekommen, dann wären die sicherlich auch gestorben. Die wären da sicherlich nicht mit. Die wären sicherlich, die Augen wären immer krank geblieben und dann wäre sicherlich sowas passiert wie die Prinzessin und die Augen wären so stark entzündet, dass das auch zum Tod gebracht hätte, wenn man das nicht behandelt, wenn man das nicht behandelt hätte. Und sie hätte ja keiner gefunden, um sie zu behandeln. Ne? Von daher, also die Elif und ihre Kinder können wirklich froh sein, dass sie hier bei mir sind, auch wenn sie zurzeit nur in dem Zimmer sind, aber das ist gerade für sie der beste Platz, wo sie geboren werden könnten und der beste Platz, wo sie auch ihr Futter, Wasser und auch ihre Mama und haben und auch natürlich Rehen geschützt sind, vor Hunden geschützt sind, vor fremden bösen Kater geschützt sind, weil die hätte sicherlich damit nicht umgehen können, die Katze Elif, wenn sie die Kitten auf der Straße dann hätte. Ne? So, und dann war ja vor 2 Tagen die Corinna verschwunden und da haben auch viele schon in vielen Kommentaren geschrieben gehabt, was mit der Corinna ist. Ob wo sie ist, ob sie wieder aufgetaucht ist. Die Corinna war, wie ich vermutet hatte, nebenan im Bikiniladen. Die ist da ein bisschen früher reingegangen und die ist dann wahrscheinlich da eingeschlafen und ist dann nicht, da wieder nicht rausgekommen. Und nachdem wir dann in der Früh im Laden waren, wir haben dort die Tür aufgemacht und
Der Bikin hat aufgemacht, dann ist die gleich rausgeflitzt und hat auch gleich nach Futter gesucht. Und die war dann, wie ich schon vermutet hatte, war sie im Bikiniladen. Und die ist jetzt wieder hier, auch jetzt wieder unten im Zimmer. Und die werde ich auch gleich natürlich zeigen. Und unsere Katze Petra und unsere Katze Petra und Katja, die haben auch ihre zweite Impfung bekommen. Und auch die Corinna hat jetzt auch ihre Erstimpfung bekommen. Es ist über 2 Wochen her, dass sie die Katzenseuche überlebt hat, also dass sie wieder jetzt genesigt ist, dass sie wieder gesund ist. Es ist jetzt auch über 2 Wochen her. Und dann habe ich sie gestern auch impfen lassen. Somit haben wir der Petra und der Katja ihre zweite Impfung gemacht und die Corinna hat ihre erste Impfung bekommen und sie bekommen dann in 2 Wochen wieder ihre zweite Impfung. Und dann sind morgen wahrscheinlich der Pelle und der Pirat und der Poldi dran. Der Poldi hat ja noch keine Impfung, aber ich will ihn so schnell wie möglich impfen, denn wir haben ja gesehen, was mit Max passiert ist. Das kann von einem Tag auf den anderen gehen, dass dort etwas mit einem Kitten passiert, wenn die nicht geimpft sind. Und gerade wenn man auch so viel Katzen hat, wer weiß, was dort mit dem einen dann passiert oder ob da auch sich irgendjemand da infiziert oder ansteckt. Von daher sollte man sie geimpft haben. Die größeren Katzen sind alle geimpft, aber die anderen, die noch nicht geimpft sind, die werden jetzt geimpft und demnächst werden auch die Kastration bei uns hier anfangen zu Hause, denn die einigen Weibchen und die Männchen müssen auch wieder dann kastriert werden. Ne? Und Zicke, Abby, Pelle und Pirat, die haben alle eine Impfung und die bekommen jetzt ihre zweite Impfung und danach wird auch ein paar Tage später die Abby auch dann kastriert. Ne? So, ansonsten ist hier zu Hause auch alles gut und wir schauen uns dann jetzt an, was die ganzen Katzen machen und wie es denen geht. Wie gesagt, ich habe hier gerade 2 neben mir und dann legen wir mal los. Und wie gesagt, ich habe hier die Silvia und den Drachen gleich bei mir gehabt. Und auch wenn ich dort das Einleitungsgespräch mache, jeden Tag im Video, ich kraul die beiden Katzen oder 3 Katzen, die hier immer bei mir dann warten. Also sie werden auch immer gekrault, die warten nicht umsonst. Daher schnurren die auch so sehr, wie die Silvia zum Beispiel. Und der Drache mag es halt auch sehr, gekraut zu werden. Das war mal der scheueste Kater, den ich hatte. Ich habe noch nie so einen scheuen Kater wie den Drachen gesehen gehabt, wie der war. Und hier haben wir jetzt den Peanut. Der ist ja heute auch hier. Na, Peanut, was machst du so früh hier? Und hier Pelle und Poldi. Man sieht, dass sie hier ihren Spaß haben. Dass sie wie immer miteinander spielen und sich auch sehr wohl fühlen. Und da kommt der Bruder, der Pirat, und der ist auch am Spielen. Und schaut mal, die Phyllis und der Leon. Also seitdem sie Kinder sind, verstehen sie sich nicht. Seitdem sie Kinder sind, versucht er, sie immer zu erwürgen. Und ihr habt gesehen, das sah gerade auch nicht so nett aus mit den beiden. Der Leon ist heute mal nicht bei Nachbarn, nicht im Keller, der ist heute hier oben. Und Erstgeborener ist auch hier. Die haben alle schon Futter bekommen. Daher sind die auch ein bisschen verteilt. Schau mal, die Phyllis ist da unten. Und die Bunte ist dort am Kratzbaum.
Heidi ist beim Futtern ab, aber die haben, wie gesagt, alle schon Futter bekommen. Und der kleine Freund ist auch da unten. Und unsere Nervensäge. Ich warte echt darauf, dass du endlich mal in der Früh hier bist, die Nervensäge. Du musst dringend eine Spritze bekommen. Ja, nicht gleich zuhauen, okay? Du musst dringend mal deine Spritze bekommen. Ich möchte bitte, dass du morgen früh hier bist. Die Nervensäge ist immer in der Früh nicht hier. Ich glaube, ich spreche mal mit dem Tierarzt ab, dass der am Abend kommen soll. Denn irgendwas muss mal für sie gemacht werden, endlich. Aber fressen und Milch trinken kann sie. Schau mal, sie kaut immer so, als wenn sie etwas an der Lippe hat. Seht ihr das? Genau das macht sie immer. Aber wenn sobald sie ihre Spritze bekommt, sieht alles wieder normal aus. Nervensäge, sei morgen früh hier, okay? Okay? Ja. Keine Angst vor mir. Fein, machst du das Nervensäge. Ja, und dass sie jetzt einmal im Monat die Spritze bekommt, das ist schon anstrengend bei so einem Tier, weil das Einfangen bei ihr, schau mal, sie macht das immer so, es ist halt schwierig, das Tier einzufangen. Und da sieht man jetzt den Pepper, dass der gekommen ist. Und die Nervensäge hat halt einen Tumor an der Lippe, meinte der Tierarzt. Das ist ein Tumor, was die hat. Und daher das Mittel bekommen sie einmal im Monat, die Spritze. So geht es hier aber auch der Bunten, die bekommt ja auch alle 1 bis 1,5 Monate ihre Spritze. Und schau mal, die sieht schon wieder ganz toll aus am Fell. Und die Nervensäge. Ja, alles gut, Nervensäge, ne? Der Pepper, sei doch nicht so eifersüchtig, wenn ich sie gerade. Um der Nervensäge eine Spritze zu geben zu können, da müssen sie drei Personen festhalten. Also unterschätzt sie nicht, die Nervensäge. Also wenn die nicht will, dann will die nicht. Die ist schon sehr, sehr anstrengend. Allein sie in den Käfig zu bekommen, das ist nicht jedermanns Sache. Die jetzt so lieb hier ausschaut, also die kann auch ganz anders sein. Nur mal nebenbei. Na, Pepper, wo warst du? Warst du wieder bei Hermann und Gisela? Und die Zicke ist jetzt auch da. Und schau mal, Phyllis. Abby und Leon spielen zusammen. Die Heidi macht auch mit. Ganz, ganz herzlichen Dank an der Krämer für die 50 Sterne. Für die Unterstützung der Seite Cats and Goat und der Straßentiere. Und der kleine Freund ist auch da. Und auch an Sonja Marciniak, danke für die 50 Sterne. Na, Nicole, wo kommst du denn her? Warte, das heißt, du musst noch mal Futter bekommen, Nicole. Auch an Jana Schatte, danke für die 100 Sterne. Und auch an Karin Klarkau, danke für die 200 Sterne. Ja, Nicole, alles gut, schrei bitte nicht so rum, okay? Alles gut, ich gebe dir sofort Futter. Komm, komm mal mit, Kleines, komm mal mit. So. Ja, alles gut. Schrei nicht, zick nicht, du bekommst sofort Futter. Alles gut, alles gut, alles gut. Komm her. Hier war auch vorhin Milch drin und ich sehe, die haben die Milch weggetrunken. So, ihr bekommt jetzt dann nochmal Nachschub. Denn es gibt ja sonst keine Ruhe, habe ich den Eindruck.
Aber wirklich Hunger haben die nicht, denn wie gesagt, die haben alle schon Futter gehabt. Deswegen mache ich da überall noch ein bisschen rein. Schau mal, die greifen alle nicht so schnell das Futter an. Also nicht so gierig. Okay, hier mache ich auch noch was rein. So. Ja, die Nicole fühlt sich manchmal so auf, als wenn sie Tage nichts gegessen hat. So kommt sie auf einmal miauen. Ihr bekommt alle noch eine kleine Portion. Alles gut. Ja, ihr miaut alle so viel herum, aber richtig zum Futter, so gierig seid aber nicht. Na, jetzt habt ihr da wenigstens noch was drin. Was ist Nervensäge? Was ist Nervensäge? Du hast doch deine Milch hier, Nervensäge. Hier, Nervensäge, schau, hier hast du Milch drin. Willst du keine Milch drin? Willst du keine Milch trinken? Du musst zur Spritze, ne? Du musst in Behandlung, ja. Nervensäge. Nicht deine Pfote gleich hochheben, um zu hauen, okay? Nicht die Pfote rausholen, um zu hauen. Guck mal her, ich mache dir sonst hier Schleckerli rein. Vielleicht gehst du dann hin. Okay? Nee, Nervensäge. Du scheinst. Und ganz, ganz herzlichen Dank an die gesendeten Sterne von den ganzen Zuschauern für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Cats and Gold. Und jetzt ist Starschein auch da. Nicole, zick nicht herum. Die Zarte ist auch gerade reingekommen. Und die Nervensäge hat irgendwie keine Lust. Und schau mal, sogar der Freund ist heute hier drinne. Hier ist einmal Lilly. Peanut. Bella. Herzlichen Dank an Steffi Heinel für die 100 Sterne, für die Unterstützung der Seite Cats and Gold. Und Unterstützung der Straßentiere. Und schaut mal hier, sieht man die Nervensäge, dass sie ganz traurig ist. Aber ich kümmere mich um dich, Nervensäge, da kannst du dich drauf verlassen, okay? Auch an Grit Baumann, danke für die 200 Sterne. Angela, Rebecca, Palukat für die 100 Sterne. Für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Cats and Gold. Mein Nervensäge, das tut mir jetzt richtig weh, wenn ich dich so traurig sehe. Ich muss dich in der Früh fangen. Na Bounty, warum verscheuchst du den Freund? Ich stelle schon mal den Käfig hier rein. Schau mal, hier sieht man die ganzen Katzen. Erstgeborener ist auch hier. Und du, kleiner Warmduscher, du musst zu deiner ersten Impfung, so schnell wie möglich, der kleine Poldi.
Und hier sieht man jetzt, dass die Katzen noch viel gegessen haben. Und ihr habt keine Lust reinzukommen, Silvia. Drache. Ich lasse am besten den Käfig hier stehen, aber schon so bereit halten, wenn man den dann reintut, nicht, dass sie dann Angst bekommt in der Früh, sollte sie hier sein, dass ich die gleich fange und dann mitnehme zum Tierarzt und sie dann ihre monatliche Spritze bekommt, dass sie dann wieder für 1,5 Monate mindestens ihre Ruhe hat. Und ich war heute hier praktisch vor der Haustür, hier bei der und bei der Siedlung war ich ein Video machen am Strand auf bei meiner anderen Seite an Thalassie Livestream. Da zeige ich auch immer die Ortschaften oder den Strände oder Hotels oder Bazare, Einkaufsmöglichkeiten. Und da bin ich hier an der Siedlung am Ende der Straße in Richtung Strand gefahren und habe da mein Video am Strand gemacht und bin dann hier hochgekommen. Und dann habe ich hier den einen Kater Carlo gesehen. Der war vom Auto und in der Sonne und sah ganz glücklich aus. Und ich hatte es ein bisschen eilig, ich konnte da nicht anhalten. Ich hätte sonst noch von ihm ein Foto gemacht, aber das kann nur der gewesen sein. Der sieht ja aus wie Leon. Auch ganz gelb. Und er lebt hier praktisch am Ende der Straße. Wir können ja auch mal dahin gehen. Ganz kurz. Und mal schauen, ob er da ist, ne, Abby? Und wer streitet hier schon wieder? Zicke, bist du das? Ne, das ist Nicole, die hier schimpft. Nicole, was schimpfst du? Genau hier am Ende der Straße. Da habe ich heute den Carlo gesehen, der von den Kindern im Dream Waterworld Hotel gequält wurde. Na, seht euch mal hier an. Die kommen ja alle gleich mit. Sollte der Carlo da sein, der wird gleich weglaufen. Ne, bleib doch mal zu Hause. Ne, die kommen alle mit. Schaut euch mal die ganze Bande hier an. Und da fangen wir bestimmt noch einige auf. Wir gehen nur nach Kater Carlo schauen. Ich will zeigen, wo der war. Ach nee. Die Bagheera war eben auch zu Hause. Die Bagheera wird sicherlich hier irgendwo sein. Wie immer. Bei der Animation, wo auch der ukrainische Kater ist. Und schon mal hier vorne gleich. Zicke. Felis, schon mal die ganzen Jungtiere. Genau hier drüben auf dem Strandweg habe ich heute den kleinen Kater Carlo gesehen. Der war da auf dem Auto drauf.
Jetzt nicht auf dem Auto, was da steht, aber in dieser Reihe auf dem Auto, da war der drauf. Auf der Straße. Also praktisch am Ende der Straße hier. Na, bleibt alle zurück. Wir wollen nur kurz was zeigen. Wo kommt ihr alle her? Also hier unten habe ich ihn gesehen gehabt. Und mal da unten, dort gegenüber ist gleich das Ziel des Sun Hotel. Und das ist das Allegria Hotel. Jetzt habe ich hier gerade so viel Katzen um mich herum. Was macht ihr alle hier? Hopp, hopp, nach Hause! Ja, ihr seid alle neugierig, ne? Ihr hättet den Kater Carlo nicht weggehen lassen sollen. Bagheera, du warst hier auch sicherlich irgendwo. Das ist hier kein Spielplatz. So wie neugierig die ganzen Kinder sind. Aber schau mal, nur meine Katzen sind gerade hier. Und wenn so viele Katzen da sind, traut sich sicherlich nicht ein fremder Kater zu kommen. Das glaube ich nicht. Muss ich mal alleine hingehen. Das wäre, glaube ich, eine bessere Lösung bei so vielen Katzen. Den würden sie angreifen wie die Apachen. Na Heidi, wo kletterst du hoch? Na dann komm, lass mal wieder zurückgehen. Hopp, hopp. Na, die flitzen ja hier durch die Gegend. Wer ist das da vorne? Da vorne ist eine Katze, aber ich habe gerade keine Vorstellung, wer das sein könnte. Biscuit, bist du das? Ah ne, Lilly. Lilly ist das hier. Komm, das geht zurück, kommt. Ne, wir könnten jetzt den Kater Carlo nicht sehen, da die ganzen da mitgekommen sind. Kommt jetzt. Und Freund, hier versteckst du dich in dem Garten oder was?
Und wo ist deine Mutter? Ihr versteckt euch hier. Habe ich dich erwischt, ne? Na, jetzt kommt der halt angerannt. Da kommt. Aber nur als Hinweis, dieser Kater Carlo, der lebt dort am Ende der Straße. Außerhalb der Siedlung habe ich ihn heute gesehen. Und Erstgeborener, wen jagst du denn da? Du hast ja richtig die Bunte verjagt, Erstgeborener. Und du Zarte, du kannst auch sehr giftig sein. Und da ist die liebe Bounty. Und die Sylvia, die kann auch einen spitzen Schwanz bekommen. Also wir haben da schon einige Zicken hier zu Hause. Und Rache, hast du dich jetzt raus? Bist jetzt mal rausgekommen? Ne? Na, was ist Drache? Hört auf zu streiten. Ja, die Nicole wird von der Zarten gehauen. Ist echt ein Problem hier, ey. Nicole! Hier ist die Nicole. Ja, Nicole, und du prügelst hier voll auf Felix rein. Da mache ich mir Sorgen um dich und du haust sie da voll. Du prügelst voll auf sie rein. Was soll das? Mag es nicht, wenn ihr euch streitet. Wenn ihr euch streitet oder kämpft, mag ich das natürlich nicht. So, und die Lady Di war auch vorhin zum Essen da. Und die muss dann auch hier wieder sein. Oder hat die oben geschlafen? Ich glaube, die war doch im Haus schlafen, aber oben über den auf dem Schrank drauf. Ah ne, da ist sie, glaube ich. Bist du doch wieder rausgegangen, Lady Di? Gell? Da kommt sie. Das heißt, es ist für sie schon ein bisschen anstrengend. Bei so vielen Kitten schaut, sie läuft gerade wieder weg. Aber das liegt alles an der hier. Die ist ganz schön giftig. Habt ihr das gesehen? Ja, Lady Di. Die ist heute noch am Auto. Und du lässt mal jetzt sie in Ruhe. Weg mit dir. Weg. Gehst schon weg. Du greifst ja hier alle an. Die haben alle Angst vor dir.
Ja, seht ihr, die trauen sich wegen ihr nicht zu kommen. Und keiner dieser Katzen ist eine Rassekatze. Keiner von dieser Katzen ist gekauft. Keiner von dieser Katzen ist vom Züchter. Das sind alles Katzen von der Straße. Das sind alles Katzen, die heute nicht mehr gelebt hätten. Das sind Katzen, denen man das Leben gerettet hat. Teilweise waren die Katzen richtig todkrank, so wie zum Beispiel die Bounty oder die Bagheera war 4 Wochen alt ohne Mama oder Felis war auch schon ganz heiser vom Schreien, weil die nichts gegessen hatte eine richtig lange Zeit lang und mitten auf der Straße gefunden wurde bei der Moschee in Kumköy. Die Abby war auch ohne Aussichten zum Weiterleben. Die war ja 2 Wochen beim Tier zur Behandlung. Die Zicke wäre nicht klargekommen auf der Straße. Die hätte man einfach nur wieder ausgesetzt. Und schau mal, was die alle heute für ein tolles Leben haben. Hier in der Siedlung, hier bei mir. Und hier ist die Nicole. Der Nicole! Psst, 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 psst. Und schaut mal, das sind auch alles Katzen, die gestreichelt werden wollen, die ein Zuhause haben wollen, die gerne spielen wollen, die gerne jeden Tag tolles Essen wollen. Und das habe ich denen hier zu Hause bei mir geschenkt. Und jetzt kommt auch die Gretel. Schaut mal, das ist die Gretel. Ist jetzt über 1 Jahr alt. Und das meine ich, das ist was ich meine, es macht mich traurig, wenn jeder die Kitten von der Elif haben will und dass dann solche Kitten vergessen werden, die wirklich Hilfe brauchen, die keiner haben will. Oder dass jeder Pamuk sehen will, der größten Teil der Gäste, die zum Laden kommen und dass die anderen Kitten, Katja, Petra, Fussel, Corinna, alle vergessen werden. Schau mal, das sind auch alles wunderschöne Tiere. Das sind alles Tiere, die von der Straße kommen. Man findet hier in der Türkei viele Katzen auf der Straße. Schau mal, alle wollen gern gekraut werden. Die hat heute nicht mehr gelebt. Die Mama ist gestorben, wo sie circa 3 Wochen alt war. Also ein bisschen größer als die Kitten von Elif jetzt. Die haben alle gekreischt, die 5 Geschwister. Drache, lasst Bounty in Ruhe. Lasst das Mädchen in Ruhe. Bounty, alles gut, alles gut. Wenn ihr dir was tun will, gehe ich dazwischen, okay? Pepper, für dich zählt das Gleiche. Drache, du willst es nicht begreifen. Du bekommst jetzt einen auf den Po. Komm her. Komm her. Ja, jetzt versteckt er sich, seht ihr? Alles gut. Ja, die verprügeln sie und dann verschwinden sie wieder für ein paar Tage. Schau mal, die Biscuit ist ja auch komplett nach unten gegangen, weil sie mal gehaut wird. Und Erstgeborener ist vielleicht wunderhübsch, aber die kann auch eine richtige Zicke sein, das sage ich euch. Schaut, seht ihr das? Die kann auch eine richtige Zicke sein. Erstgeborener. Ja, und dann, na Pepe, hast du mal deine Kitten hergebracht? Wo sind deine Kitten?
Du kommst jeden Tag zum Essen her und was essen deine Kitten? Warum bringst du sie nicht her? Ja, schau nicht so unschuldig. Das ist die Pepe. Geh mal wieder zu deinen Kitten und bring mal deine Kitten her. Du Satellitenguckerin. Das ist auch die Katze. Das ist die Mama von Max und Fledermaus gewesen. Die beiden sind leider gestorben. Aber sie hat ein Stiefkitten großgezogen. Das heißt auch Stiefkitten. Der war immer am Fauchen, war ein ganz scheuer Kater. Und ist mittlerweile ein ganz, ganz lieber Kater geworden. Und er wohnt auch immer im Schlafzimmer. Und dann gehen wir mal schauen, was die Babys von Elif machen. Na? Na, Mama Elif? Na, was schimpfst du? Na, was schimpfst du, Kleines? Was, was, was? Was machen deine Babys? Zeig doch mal deine Babys. Und schau mal, von dem hier verkleben die Augen immer wieder. Ja, die sind schon wieder verklebt. Also die muss man immer sauber machen und dann Tropfen und Terramycin-Creme. Der Kleine hier hat einen ganz, ganz kleinen süßen Kopf. Der hier, der ist ein ganz süßer. Und die weißen kann ich mittlerweile auch unterscheiden. Ja, Mama Elif. Ja, warum hat dein Kind immer verklebte Augen? Die anderen geht's besser, aber dem einen geht es immer wieder schlecht. Die kleben immer wieder zu. Ich stelle euch mal erstmal hier hin und ich muss die mal ein bisschen kraulen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Susanne Laupitz für die 50 Sterne, für die Seite Kerzengott und der Straßentiere. Und ich muss mal kurz Mama Elif kraulen. Ich habe euch jetzt dahingestellt mit dem Gimbal. Und man sieht, dass sie zufrieden sind. Und auch an Tascha Henning, herzlichen Dank für die 100 Sterne, für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Kerzen Gold. Und Mama Elif hat immer so einen Schlaf in den Augen, den man ihr sauber machen muss. Na, das gefällt dir, Mama Elif, ne? Schau mal, die Kitten schlafen tief und fest und da sind zwei von wirklich getigert. Drei davon sind weiß. Ich hoffe, dass keine von denen taub ist oder blind. Das kann ja bei weißen Katzen oft vorkommen.
Mama Elif genießt hier gerade die Streicheleinheit von mir. Und sie ist auch schon ein sehr, sehr hübsches Tier und eine sehr, sehr gute Mama. Ja, aber wir machen das Licht ein bisschen schwächer, damit du dich auch zeigst und dich nicht so gestört fühlst vom Licht, dass das Publikum dich auch sehen kann. Mama Elif. Und dass ich mal hier eine Scottish Fold Katze mit Kitten hätte hier zu Hause, hätte ich nie im Leben gedacht. Eine schottische Faltohrkatze. Schaut mal, der eine träumt gerade. Seht ihr das? Der eine träumt gerade. Ganz, ganz herzlichen Dank für die 500 Sterne von Beatrice Wu für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Cats and Gold. Schaut mal, der ganz Kleine, der träumt gerade. Schaut mal da. Und schon mal, die schlafen tief und fest. Und sollen die mal auch schlafen. Wie gesagt, die Augen werde ich gleich noch behandeln. Nach dem Live-Video. Die haben gerade zugeklebte Augen leider. Zumindest eine von denen, der hier. Ja, dann wollen die mal schlafen, ne? Dann lassen wir die mal schlafen und die müssen ja später nochmal behandelt werden. Das mache ich dann in aller Ruhe. Und hier sieht man Mama Elif, die gerne hier raus will. Aber wenn man die rauslässt, dann ist sie gleich so brutal und verprügelt die anderen Katzen. Und das wollen wir ja nicht. Und dann gehen wir mal schauen, was die anderen machen. Unten. Und Heidi, auf was wartest du denn, du wunderschöne Katze? Was wartest du denn, du wunderschöne Katze?
Sieh mal einer hier den Boss im Haus an. Das ist unser Stiefkitten. Na, was kreischst du herum? Seht ihr das? Das Stiefkitten. Und was ist denn mit dir los, dass du so zu mir kommst? Das Stiefkind, ich kraul dich gleich noch, versprochen. Das ist das Kitten, was Pepe großgezogen hat. Na, was hast du mir zu erzählen? Was erzählst du mir, Kleiner, hä? Was erzählst du mir? Was hast du zu erzählen? Und Katja und Petra sind gleich wach geworden. Und seht euch mal an, wer hier schon auf dem Bett ist. Seht euch mal diese kleine, wunderschöne Katze an. Das ist hier unsere Iris. Na, was machst du auf dem Bett? Und die Iris hat gestern eine Innen- und Außenparasit bekommen. Und der Tierarzt ist zufrieden mit ihrem Becken. Und da muss man sehen, die muss ein bisschen wachsen, wenn das hier dann ein OP noch benötigt wird. Aber die humpelt immer noch. Mensch, Stiefkind, du fliegst gleich hier raus. Das reicht. Lass uns doch hier ein Video machen. Schau, sogar Iris will gekraut werden. Und schau mal, ich habe Pamuk da eine Decke hingestellt. Also auf den Nachttisch. Und schau mal, die Pamuk liegt da jetzt gerne drauf und schläft da. Und Petra und Katja sind wieder ganz hier am Spielen. Und hier ist einmal der kleine Fussel, der kleine süße Schatz, der ist aber am Schlafen da drin. Das sieht man. Stiefkind, du bist eine richtige Nervensäge. Und was ist mit dir? Corinna, alles gut? Machst du da wieder nicht raus? Willst du lieber wieder zu den Bikinis? Na, dann fauchst du niemanden mehr an, der an deinem Käfig vorbeigeht. Das ist ja unsere Corinna, die vor 2 Tagen verschwunden war. Aber ich war mir da schon ganz sicher, dass sie im Bikini-Laden war. Und das war auch wieder so. Und hier die Iris, die will gleich zu mir. So anhänglich ist die. Schau mal, wie anhänglich die ist. Und Pamuk legt sich auch schlafen. Also Pamuk ist am Schlafen. Und Stiefkitten will einfach nur gekraut werden. Was anderes will er nicht.
Und somit habt ihr gesehen, dass die Halbstangen jetzt vom Herbst, dass es denen gut geht. Und wir haben ja noch 4 Kitten beim Tierarzt. Das waren 5. Einer ist leider gestorben von denen. Und die 4 Kitten sind noch in Behandlung. Und sobald die gesund werden, werden sie auch hierher nach Hause kommen. Und ich werde mich dann auch um die kümmern, dass es denen hier gut geht. Leider ist einer von den 5 gestorben. Aber man konnte dann wenigstens 4 von denen das Leben retten. Und da muss ich halt schauen, wo man die zuerst hin tut. Und somit habt ihr auch gesehen, dass es den Katzen hier zu Hause im Allgemeinen ganz gut geht. Ich werde dann jetzt die Kitten von Elif behandeln. Ich danke euch alle fürs Zuschauen. Ich danke euch alle fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was hier immer mit den Katzen passiert. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.